Der Herbst ist eingeläutet und Halloween steht vor der Tür. Das heißt, auf den Streaming-Plattformen gibt es genug neuen Horror, Filme und Serien, um etliche kalte Stunden zu füllen. Doch nicht nur für die Gruselfans unter euch wird im Oktober etwas geboten. Auch Superheldenfreunde, Thriller-Liebhaber und Familien kommen auf ihre Kosten. Damit ihr jetzt nicht die Suchmaschine anschmeißen müsst, haben wir euch das Beste vom Oktober rausgesucht und in diesem Video zusammengestellt. Wer zudem einen Überblick über alle Neuerscheinungen haben möchte, kann einfach den Link in der Videobeschreibung nutzen, um auf unseren Streaming-Kalender zu kommen. Dort findet ihr nicht nur alle Starttermine und Genre, sondern auch noch eine Verknüpfung direkt zu unserer Website kinocheck.de. Hier könnt ihr dann alle aktuellen Trailer zu den jeweiligen Titeln anschauen. Aber genug der großen Worte, hier kommen unsere 10 Serien und Film-Highlights des Monats Oktober. 4 Oscars räumte Bohemian Rhapsody 2019 ab und das mehr als verdient. Der Film rund um Freddie Mercury und Queen erzählt die Geschichte einer der größten Bands aller Zeiten. Dabei geht der Film nicht nur auf die positiven Erlebnisse ein, sondern zeigt auch die Schattenseiten eines so erfolgreichen Lebens. Die Handlung zeigt jeden Karriereschritt von Farouk Bolsara, von der Band Smile bis zum Auftritt als Freddie Mercury beim Live Aid Konzert. Bis jetzt war das Meisterwerk noch nirgendwo zum Stream verfügbar. Das ändert sich aber ab dem 1. Oktober, dann kann man es auf Amazon Prime Video schauen. Du bist eine Legende, Fred. Wir sind alle Legenden. Star Wars bekommt dieses Jahr wieder ein Special, doch nicht im Live-Action-Stil, sondern in Form von Lego Star Wars. Nach dem Holiday-Special von 1978 kann es ja zum Glück nur bergauf gehen. In den Lego Star Wars-Gruselgeschichten müssen Poe und BB-8 auf Mustafa notlanden. Dort befindet sich das erste All-Inclusive-Luxushotel in Vaders altem Schloss. Ihnen werden 3 gruselige Geschichten erzählt, und zwar von Darth Vaders Träumdiener Vanny. Dieser hat aber noch einen anderen finsteren Plan, wie unsere Helden bald herausfinden müssen. Den ganzen Film könnt ihr ab dem 1. Oktober auf Disney Plus streamen. Schwöre die Macht der dunklen Seite im Sith Souvenirshop. Jetzt geöffnet, jetzt geöffnet, jetzt geöffnet. Mit Walking Dead World Beyond Staffel 2 feiert das dritte The Walking Dead Spin-Off bereits sein Finale. Da das Ganze als Miniserie geplant war, ist nach Staffel 2 schon Schluss. Die Handlung spielt ungefähr 10 Jahre nach der Apokalypse und behandelt die erste Generation junger Erwachsener. Auch wenn die Kritiken etwas durchwachsen waren, freuen wir uns sehr auf die zweite Staffel. In dieser soll Hope endlich ihren Vater wiedersehen, während Iris und Felix auf Will treffen. Dieser ist jedoch nicht alleine, da er sich einer neuen Gruppe angeschlossen hat. Wir sind gespannt, wie das Spin-off sein Ende findet und ob es so etwas wie ein Happy End in der apokalyptischen Welt voller Beißer überhaupt gibt. Ab dem 4. Oktober können wir die finale Staffel wie gewohnt auf Amazon Prime Video sehen. Bis jetzt nur im VIP-Zugang erhältlich, bald auch endlich für alle zu sehen. Natascha Romanoffs lang ersehnter Solofilm Black Widow. In dieser muss sich die Agentin mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen und einen Feind bezwingen, den sie schon lange tot geglaubt hat. Doch allein ist sie nicht. Begleitet wird sie von längst vergessenen Familienmitgliedern. Wer den Film nicht im Kino genießen durfte, sollte ihn nun auf jeden Fall schauen. Er komplettiert das Bild rund um die junge Agentin und unterstreicht nochmals ihre Charakterentwicklung. Zu sehen ist der Film ab dem 6. Oktober auf Disney Plus. Ich bin auf der Flucht. Ich wollte was Gutes tun. Mehr als nur ein Profikiller sein. Du machst dir was vor. Wir sind beide immer noch Profikiller. Einen Horrorfilm in Eigenproduktion bringt Netflix gleich am Anfang des Monats auf seine Plattform und heuerte dafür die Produzenten von Stranger Things und The Conjuring an. In Jemand ist in deinem Haus geht es vor allem um eins: Geheimnisse, Geheimnisse, Geheimnisse. Diese scheinen die Schüler einer Highschool in Nebraska genug zu haben, vor allem dunkle. Nun macht ein Killer Jagd auf die Schüler und trägt dabei stets eine Maske, die dem Gesicht des zukünftigen Opfers nachempfunden ist. Wer es überlebt und ob die Identität des Killers ans Licht kommt, könnt ihr ab dem 6. Oktober auf Netflix erfahren. Was auch immer du zu wissen glaubst, wer immer du bist. Just
Ihr eigenes Hollywood-Special bekommen im Oktober auch die Muppets. In Muppets Haunted Mansion begibt sich der große Gonzo auf eines seiner gefährlichsten Abenteuer. Er verbringt die Halloween-Nacht in der sogenannten Haunted Mansion, dem gruseligsten Ort der Welt. Zusammen mit seinen Kumpanen Pepe freuen wir uns auf ein riesiges Muppet-Abenteuer mit unseren Lieblingspuppen und wie immer auch einigen Stars. Sehen könnt ihr den Familien-Halloween-Film ab dem 8. Oktober auf Disney+. Die Psychothriller-Serie You, du wirst mich lieben, rund um Gossip Girl-Star Penn Badgley geht Mitte Oktober endlich in die dritte Runde. Nachdem die erste Staffel ein wahrer Hit war, schwächelte die zweite ein wenig in den Kritiken. Umso mehr sind die Fans nun gespannt, wie es weitergeht mit Joe Goldberg und seiner schwangeren Freundin Love Quinn. Nachdem die beiden L.A. verlassen haben, um ein neues Leben zu beginnen, ist Joe schließlich in alter Manier schon wieder die nächste Frau ins Auge gestochen. Wir freuen uns darauf zu sehen, was für Psychospiele in Staffel 3 gespielt werden. Zu sehen ist diese ab dem 15. Oktober wie gewohnt auf Netflix. Der Mistkerl plant irgendwas, das spüre ich. Wieso denken alle, ich sei impulsiv? Du wirst mich nicht zwingen, irgendwen umzubringen. Mit Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, bekommt der gleichnamige Roman der Autorin Louise Dunker endlich eine Serie, nachdem es 1997 schon einen Film gab. Doch um was geht es dabei? Vor mehr als einem Jahr ereignete sich ein tödlicher Verkehrsunfall am Abend des Schulabschlusses, in den einige Schüler involviert waren. Nun treffen sie sich in ihrer Heimat wieder und werden von einem brutalen Killer verfolgt. Gemeinsam versuchen sie, die Identität des Verfolgers aufzudecken und stoßen dabei auf dunkle Geheimnisse, die besser verborgen geblieben wären. Die ersten drei Folgen der Serie sind ab dem 15. Oktober auf Amazon Prime Video verfügbar. Danach erscheint wöchentlich eine Folge. Insgesamt hat die Staffel 8 davon zu bieten. Ihr habt Lust auf Krimi, Thriller und Horror in einem? Dann solltet ihr euch die Serie The Gloaming auf keinen Fall entgehen lassen. Eine junge Frau wird auf Tasmanien ermordet und die Beweise führen zu Morden in der Vergangenheit. Im Laufe der Ermittlungen muss sich das Ermittlerduo Molly McGee und Alex O'Connell nicht nur der korrupten Politik stellen, sondern auch ein mysteriöser Kult scheint seine Finger im Spiel zu haben. Die Serie lief 2020 bereits auf der australischen Streaming-Plattform Stan und kommt am 20. Oktober endlich zu Disney+. Lass die Toten ihre Toten begraben. Lass die Toten ihre Toten begraben. Lange mussten wir warten, nun ist es soweit. Die zweite Staffel von Lock and Key wird endlich veröffentlicht. Die Serie rund um die magischen Schlüssel der Familie Lock hat alles, was eine gute Mystery-Serie braucht, und so fieberten die Fans nun anderthalb Jahre auf den Start der zweiten Staffel hin. Nach dem Twist am Ende von Staffel 1 können wir nun auch mehr als gespannt sein, wie es mit Tyler, Kinsey und Bolt weitergeht. Wir freuen uns schon darauf, die Folgen ab dem 22. Oktober wieder auf Netflix sehen zu können. Bringen wir zu Ende, was wir angefangen haben. Bist du bereit? Ja. Das waren sie, unsere Streaming-Highlights für den Monat Oktober. Auf welchen Film oder welche Serie freut ihr euch am meisten? Gibt es etwas, was wir nicht mit in unsere Liste genommen haben, ihr euch aber trotzdem unbedingt anschauen wollt? Dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Außerdem könnt ihr, wie am Anfang erwähnt, den Link in der Videobeschreibung aufrufen, um zu unserem exklusiven Kalender zu kommen. Ansonsten wünschen wir euch ein schönes Halloween und viel Spaß beim Schauen.